Jetzt habe ich die Deko hier so schön aufgebaut. Jetzt haue ich sie natürlich direkt um. Nun denn, ich stelle sie mal vorsichtig wieder hin und rufe euch natürlich trotzdem ein fröhliches Tag aus Münster zu. Ja, heute folgende Themen: Tabak, Pfeife, Whisky. In der Reihenfolge Tabak ganz kurz. Ich habe lange Wochen jetzt oder fast Monate, kann ich schon sagen, habe ich den Special Latakia Flake von Germaine's geraucht. Und ich rauche ihn immer noch mit sehr, sehr großer Freude und Begeisterung. Bin ja durch den Tabak aufgrund einer großzügigen Spende oder zu dem Tabak bin ich über eine großzügige Spende gekommen. Und da hatte mir jemand einige Dosen davon vermacht und da habe ich gedacht, jetzt musst du mal probieren. Und echt, muss man sagen, sehr, sehr lecker. Er hat so eine ganz feine Säure, würde ich mal sagen. Schmeckt mir unheimlich gut. Eigentlich relativ, für mich als Latakia-Liebhaber zumindest, relativ wenig Latakia jetzt direkt zu schmecken. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sogar dem einen oder anderen schmeckt, der ansonsten vielleicht um Latakia-Tabake einen großen Bogen macht. Aufgrund der Tatsache habe ich meinen eigentlichen Latakia Flake Liebling, den aus der HH-Serie, den Latakia Flake, einige Monate etwas außen vor gelassen, hatte keine Dosen mehr davon auf, hatte noch ein, zwei Dosen eingelagert. Und was ich nur ganz kurz anmerken möchte, ich habe jetzt vor kurzem mal wieder den Latakia Flake geöffnet. Ich halte mal parallel. Ja, hier auch wieder so diese typische Säure, leichte Säure. Oder nicht parallel, sondern hintereinander. Da könnte ich reinbeißen. Also in den Tabak könnte ich reinbeißen. Der hat so eine. Das ist so wirklich dieses Klassische, was ja von vielen häufig erwähnt wurde. Rosinenbrot, Früchtebrot im Allgemeinen. Oh, lecker, lecker, lecker. Nun denn, also das momentan wieder mal meine beiden, ja, eigentlichen Lieblingsflakes, die ich sehr, sehr häufig verdampfe. Gleich werde ich den unter anderem auch rauchen. Habe hier die Pfeife, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe. Um Gottes Willen, ist es eine Millville? Nein, es ist eine Blakemar, genau richtig. Eine Blakemar-Pfeife. Die werde ich mir gleich mit dem wahrscheinlich Special Latakia Flake von Germaine's stopfen. Warum stopfe ich sie mir noch nicht oder warum habe ich sie noch nicht in Betrieb? Weil ich erst mit euch einen Whisky trinken möchte. Eine zweite Pfeife liegt hier noch. Und zwar ist das eine Pfeife von Toto und Kelvin aus Hamm. Und CO Pipes oder Cops, wie man es immer nennt, der polizeiliche Hintergrund bei den beiden, ist ja bei der Namensgebung, so mutmaße ich zumindest, eigentlich recht klar gewesen. Und ich habe mir die Pfeife vor 2 Jahren in Loma gekauft, ja, vor 2 Jahren, genau. Und komme jetzt auf diese Pfeife zu sprechen, weil der liebe Chris Ebersbach, genau richtig, der hatte auf ein Video von mir, das war dieses Pfeifenreinigungsvideo, wo ich diese Dandelpfeife von einem Freund aufgearbeitet habe. Und da hat er mir dann geschrieben, sehr schöne Pfeife in der Hand, aber auch im Mund. Ich bin momentan auf der Suche nach Anregungen für eine neue Pfeife. Könntest du mir verraten, welche Pfeife du hier rauchst? Ich finde sie nämlich toll, sehr filigran und schön klein, tolles Stück, würde mich über eine Antwort freuen. Kriegst du, lieber Chris, und zwar hier im Video. Also, wie gesagt, es handelt sich hier um eine CO Pipes Pfeife, ein Stück, was nichtsdestotrotz, obwohl es sehr preiswert ist, weil es nämlich seinen Preis wert ist, schon eine Investition von mittlerweile bei den beiden ist ja Gott sei Dank meiner Außenbetrachtung zumindest nach der Erfolg wirklich eingekehrt. So ein Stück kostet bei denen sicherlich jetzt irgendwo 250 Euro oder was um den Dreh, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob dein Budget so eine, oder in deinem Budget, lieber Chris, so eine Investition eingeplant ist. Ich kann dir aber sagen, an welche Pfeife mich dieses Modell erinnerte. Und zwar der Holm, wie ihr hier seht, läuft ja im Prinzip etwas zusammen. Er ist ja auch sehr, sehr filigran und sehr schmal gearbeitet. Und das erinnert mich an eine klassische Stanwell-Pfeife. Ich Dödel habe jetzt die Shape-Nummer nicht rausgesucht, aber wenn du dir mal, lieber Chris, den Dandel-Katalog anschaust, auch aus der Vergangenheit, es gibt ja einige einige Webseiten, die den verlinkt haben,
und wo die Shapes zumindest abgebildet sind in ihrer grundsätzlichen Form. Und da gibt es eine klassische Stanvil, die sollte eigentlich auf dem Estate-Markt für, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro, wenn überhaupt, zu bekommen sein. Und vielleicht, lieber Chris, ist das dann was für dich. Ja, für dich ist das Stichwort. Ich habe hier einen Whisky stehen, und zwar von der Firma Möslein. Die Firma Möslein sitzt in Ebersbach, nein, nicht in Ebersbach, sie sitzt in, schauen wir mal hier, Impressum, Zeilitzheim, im fränkischen Zeilitzheim. Und zwar ist es ein klassisches Weingut, was allerdings auch Brände herstellt. Das ist jetzt für einen fränkischen Weinbauern nicht unbedingt unüblich, dass er auch brennt, ein Brandrecht hat und es auch halt ausübt. Aber hier wird also ein Whisky hergestellt. Sie bezeichnen diesen Whisky speziell als fränkischer Whisky Single Malt 5 Years Cask Nummer 11. Stil vollmündig, würzig, malzig, nachhaltig, holzfass gereift, halt deutsches Erzeugnis. 40 Volumenprozent finde ich per se ein bisschen wenig, aber schauen wir mal. Ganz verstanden habe ich die Beschreibung auf der Seite nicht. Aus dem ungarischen Eichenfass, welches zuvor mit Spätburgunder Maximus belegt war, kein Thema. Destilliert aus dunklem Krautheimer Malzbier. Anflug von reifer Banane, Pflaume mit grandiosem Finish. Mir ist natürlich schon klar, dass der Schotte selber es auch Bier nennt, diesen Vorproduktionsprozess nach dem Maischen. Aber dass es direkt aus dunklem Malzbier hergestellt wurde, schauen wir mal. Weil danach steht auch nochmal, bestes Rauch- und Röstmalz behutsam destilliert, 5 Jahre im fränkischen Eichenfass gereift. Naja, schauen wir mal. Ich gebe ganz offen und ehrlich vorab zu bedenken, ich bin kein großer Freund von deutschen Whiskys. Hat den ganz einfachen Grund, dass ich bisher, was haben wir denn noch in der Verpackung? Aha. Ach, schau an. Noch so einen schönen Prospekt. Die Herren Möslein persönlich, gehe ich jetzt mal von aus. Dann nochmal ein Werbeflyer. Und so weiter. Aha, es werden Brenntage angeboten, wo man sich das mal anschauen kann. Das ist hübsch, das ist gut gemacht. Schaue ich mir später mal an. Warum bin ich kein Freund von deutschen Whiskys? Ich habe bisher selten einen deutschen Whisky getrunken, der mich sehr überzeugt hat. So ein bisschen geht das für mich in die Richtung deutscher Rotwein. Die Rotweine, die ich gerne trinke, egal ob aus Frankreich oder aus Übersee, die sind per se sehr kräftig, sind sehr, sehr tanninlastig, sehr, sehr vollmundig. Und wenn ich sowas in Deutschland versuche zu finden, ich trinke ab und zu mal einen Domina aus dem Frankenland, dann kostet sowas schnell mal 15, 20, 25 Euro die Flasche und erreicht meiner Meinung nach für meinen subjektiven, persönlichen Geschmack immer noch nicht eigentlich die Qualität, die ich gerne dort sehen würde. Nun, Ähnliches ist mir, wie gesagt, bisher beim Whisky widerfahren. Schauen wir mal. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines besseren. Ach du Grüne, noch ist ein Schraubverschluss. Hab da dran gezogen. Sieht vom Hals oben fast aus wie ein Schraubverschluss. Aber schauen wir mal. Also mal etwas hinein in unser Glas. Ich habe ein bisschen Wasser bereitgestellt, wobei ich glaube, bei 40 Volumenprozent tun wir uns da keinen Gefallen, den noch großartig zu verdünnen. Aber wir werden schauen. Preislich muss ich ganz ehrlich sagen, ist das auch eine heftige Angelegenheit. Auch ein Kritikpunkt, der mit in meinen Kritikpunkt reinspielt. Wir liegen hier bei einer Flasche, bei einem Flaschenpreis von 36,90 Euro. Es ist aber leider nur eine Drittel-Liter-Flasche, also 0,35er, um genau zu sein. Sprich, also wir haben einen Literpreis von 105,43 Euro. Das ist dann auch so ein Punkt, wo ich dann an mich halte und denke, meine Herren, für 105 Euro, da kann ich mir wirklich mehrere Liter wunderbarem Glengoyne oder Glenfarclas kaufen. Das ist klassisch, das ist passend. Ich muss, wenn ich einen Riesling trinken will, muss ich auch keinen aus Neuseeland trinken, sondern dann weiß ich, ich finde in Deutschland tolle Sachen und
ich bin dann manchmal nicht so der Freund davon, unbedingt in die Ferne zu schweifen, wenn ich weiß, dass es eigentlich traditionell schon lange dieses Produkt sehr, sehr gut in den heimischen Gefilden gibt, sag ich mal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich einfach, die Schotten wissen, was sie tun. Sie können es. Ich habe Respekt davor, dass der Herr Möslan hier in dem Falle, wie gesagt, das macht. Aber, also sagen wir mal, ja, vom Preis her gibt es da eigentlich nicht lange zu diskutieren. Da sind wir also im extrem hohen Bereich, meiner Meinung nach. Darüber sind ja nur noch irgendwelche wilden, abgedrehten Sammelsachen. Und schauen wir mal. Trinken wir einfach mal. Er sieht zumindest mal sehr gut aus. Ich habe auf der Seite und auf der Flasche jetzt keinen Hinweis gefunden, ob der gefärbt ist. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, weil laut EU-Recht müsste es deklariert sein. Das ist es nicht auf der Flasche, von daher gehe ich mal, wie gesagt, davon aus, dass er nicht gefärbt ist. Dann schauen wir mal, ob meine Vorurteile, die ich gegenüber diesem Produkt habe, auch bestätigt werden. Der ist gut. Es ist ein guter Whisky, überhaupt keine Frage. Die Farbe täuscht jetzt so ein bisschen. Er ist ja wirklich von der Farbe her, könnte man wirklich meinen, der kommt aus dem Sherryfass. Er hat nicht diese Sherry-Aromen, die man dann vielleicht erwarten könnte. Aber er ist nicht schlecht. Ob er seinen Preis wert ist, das muss bitte jeder für sich selber entscheiden. Im Mund vorne ist er sehr, sehr kräftig und hat auch so ein bisschen die Aromen, die beschrieben wurden. Banane würde ich jetzt nicht sagen, Birne kann ich nachvollziehen. Nach hinten raus, vom Abgang her, ist er mir ein bisschen zu, ja, flach will ich nicht sagen, das hört sich zu negativ, zu kurz, das ist, glaube ich, das bessere Wort. Gutes Produkt, gar keine Frage. Respekt vor Herrn Möslein oder vor der Familie Möslein, sowas zu machen, ist sicherlich ein Highlight bei denen im Programm. Dass man sowas auch macht, um da das auszuprobieren, mich überzeugt das Fass, glaube ich, nicht. Ich bin nicht sicher, ob es vom Fass her kommt. Gut, das muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, das Ding ist 5 Jahre alt. Wäre wirklich mal spannend zu erfahren, was sowas vielleicht nach 12 Jahren oder so macht. Nur dann weiß ich natürlich auch nicht, wo wir da preislich hinwollen, wenn der 5-Jährige schon bei über 100 Euro pro Liter liegt. Da da fehlt mir persönlich, Entschuldigung, das Verständnis. Das soll jetzt bitte kein Verriss sein, bitte nicht falsch verstehen. Wenn man die Möglichkeit hat, den mal zu bekommen. Ich meine, es ist ja auch interessant, in der Drittel-Liter-Flasche da jetzt 36,90 auszugeben. Man muss ja nicht gleich den großen Schein auf den Theke legen. Aber, nee. Nicht für Vater. Ja, aber natürlich, aber berechtigt, reine subjektive Geschmackssache. Andere werden das vielleicht ganz anders sehen. Ich lasse dir noch mal ein bisschen stehen, lasse dir ein bisschen Luft ziehen. Ein gutes, sauberes Produkt. Keine Fehler, definitiv, aber passiert mir zu wenig. Nein. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.